Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer. So, wir haben im letzten Part schon wieder richtig geile Items bekommen. Ja, mit Zeldas Wiegenlied ist das jetzt halt auch richtig geil. Wir gönnen uns jetzt richtig schön viele Items. Wir haben so viele neue Wege offen. Und die Suche nach diesen Wegen und nach den Items, die wir durch Zeldas Wiegenlied bekommen, wird heute fortgesetzt. Ich habe mir mal die Liste rausgesucht, wo die ganzen Feenquellen waren. Habe mir das alles nochmal aufgeschrieben und die klappern wir jetzt erstmal ab. Denn die können wir jetzt alle machen, ne? Da können wir jetzt überall was Schönes bekommen in all diesen Feenquellen. Und ich glaube, das erste war hier. Da habe ich Haus Kokiriwald, genau. So, gucken wir mal, was wir als ersten Preis erhalten. Ah, schön, ich freue mich. Schön alles abklappern, Preise erhalten und dann gucken, wo es weitergeht. Ist das nicht geil? Ich freue mich richtig. So, Nummer 1. Geil. Ich danke. Okay, als nächstes habe ich hier Minenbowlingbahn in Hyrule und im Schlosshof. Da, wo halt normalerweise auch quasi standardmäßig eine Feenquelle ist, da ist auch nochmal quasi, ist ganz normal standardmäßig eine Feenquelle drin, da würde ich jetzt auch nochmal hingehen. Dann auf der Lon Lon Farm im Goronia Shop haben wir auch noch eine. Da werde ich mich dann nochmal hinporten. Und beim Wüstenkoloss, da auch, wo standardmäßig eine Fee drin ist, da haben wir überall Feen versteckt. Und die holen wir uns jetzt alle erstmal der Reihe nach. Weil das sind jetzt halt noch 5 Spots, wo wir ein Item bekommen können. Und das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Sollten wir tun. Und nebenbei vielleicht immer mal ein bisschen Kohle sammeln. Diddli, da, didai. So. Ich glaube am besten... Wow. Gar nichts bekommen. Nice. Naja, achso, direkt, nehmen wir. Hier ist jetzt offiziell die Minenbowlingbahn drin, offiziell, inoffiziell gerandomized. Und hier ist auf jeden Fall eine Fee drin, genau. Da erinnere ich mich dran. Ba, 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 ba. Ja, nur der letzte Ort für diese Steine der Weisheit, für das Schlaflied der Goron aus Majora's Mask. Da fehlt mir noch ein Standort irgendwie. Ey, cool, 5 Pfeile. Wahnsinn. Naja. Ich bin froh, wenn ich das dann durch habe und wir das vergessen können. Danach kann ich mich halt auch erstmal erwachsen machen. Die Frage ist gerade, ist es vielleicht besser, wenn ich mich jetzt gleich erwachsen mache, weil ich jetzt einmal in Schloss Hyrule bin? Ich glaube fast ja. Das war vielleicht nicht der beste Weg, den ich eingeschlagen habe. Oder wir latschen halt nochmal hierher. Weil eigentlich würde ich schon gern erst die ganzen Feenquellen abschließen. So. Na dann gucken wir hier nochmal kurz. Wow, wir haben auch mega Glück, oder? Okay, pass auf. Wir gehen mal ganz kurz. Bam, 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 bam. In die Wüste. Let's go. So. Oh, ich glaube, ich muss gleich niesen. Oh, oh. Ah. Danke, Leute, danke. Manchmal kann man es nicht aufhalten. So, rein da. Ba, 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 ba. Richtig krass. Wir arbeiten die richtig schön runter jetzt, die Feenquellen. So, dann haben wir nur noch die Lon Lon Farm und den Goronia Shop. Dann haben wir sie schon alle. Ja, hätten wir halt for free bekommen wahrscheinlich. Jetzt hat man wahrscheinlich Geld dafür ausgegeben. Naja, bam, ba, ba, bam. Ich gehe nochmal in den Wald und über den Wald gehe ich nach Goronia. Das ist, glaube ich, die schnellste Methode. Theoretisch könnte man dann auch jetzt zu Darunia, aber wir waren ja schon hinten
hintenrum bei Darunia, also egal. Miau, miau. Ba, ba, ba. Genau, gehen wir jetzt einmal in den Kronenshop. Und dann müssen wir noch mal kurz auf die Lon-Lon-Farm. Wenn wir auf der Lon-Lon-Farm waren, dann können wir uns erwachsen machen und dann gehen wir erstmal fett in die Eishöhle, Leute. Das wird super. Okay. Die Siedler 2, ey. Ist immer noch der Hit, oder? Die Siedler 2. Okay. Liebe Leute, dann einmal noch in den Kronenshop reinhopsen. Miau. Und dann haben wir noch eine auf der Lon-Lon-Farm. Dann haben wir es geschafft. Wäre natürlich echt traurig, wenn wir auf gar keiner... In gar keiner der Feenquellen irgendwo was bekommen. Was uns jetzt nützlich erscheint. Okay, wir haben ein Upgrade bekommen für die Dekonüsse. Das kann ich hier nicht mal eintragen, oder? Nee. Bei uns schifft es gerade draußen. Es hört sich so, zumindest so an. Falls ihr irgendwie was prasseln hört, das ist der Regen draußen. Okay, was ist denn der smarteste Weg? Ich glaube, ich gehe einfach mit der Nocturne des Schattens einmal rüber und dann zu Lon-Lon Farm. I guess this is the best way. So, wir haben auch wieder ein bisschen Kohle, aber nicht genug, um uns jetzt hier noch das Herzteil zu kaufen. Das hat irgendwas mit 400 noch was gekostet. Aber ich habe in Erinnerungen... Ah, okay. Ich darf gerade gar nicht. Mann! Du kleiner Schwerenöter, du! Ich will doch nur ein paar Gräber plündern. Ist doch nichts bei. Ganz normale Standardmethode von mir. So! Ach Leute, ich freue mich. Ich freue mich, dass es vorangeht mal wieder. Dass wir jetzt aus dieser Ära des Stockens rauskommen, erstmal. Weil es war gerade wirklich schwierig. Wir haben jeden Fitzel haben wir aufgenommen und haben so, ah, das könnte was sein. Bitte, bitte lass was da sein. Und dann war wieder Enttäuschung, weil wir nur einen Rubin oder Bomben bekommen haben. Und jetzt haben wir erstmal richtig viel zu tun. Wir haben nämlich auf jeden Fall die ganze Eishöhle vor uns. Also wollen wir hier und dann einmal rüberspringen, oder? Ja, ich verkack's aber auch heute immer. Mann! Und auch, ich wollte eigentlich zu Lon-Lon fahren. Ja. Ich bin super. Ich bin super schlau. Ich probier's nochmal. Wir brauchen das Geld. Wir sind jung und brauchen das Geld. So. Geh doch. Und das bitte einmal immer. Ja... Ich muss dann offscreen sowieso nochmal überall ein bisschen rumrennen. Und Geld farmen und Sachen kaufen. Skutula-Tokens und Herzteile. Die sind überall noch so leicht verschachtelt. In den ganzen Löchern. Bei den ganzen überteuerten Deku-Händlern. Aber was soll der Geiz? Egal. So, hier war's, glaube ich, oder? Ja. Die letzte Feenquelle, Leute, drückt mir nochmal die Daumen, dass wir jetzt wenigstens hier nochmal was Schönes bekommen. Das Nützlichste war jetzt wirklich das Dekunus-Upgrade, was man jetzt nicht unbedingt braucht. Aber gut. Naja, ein Skulltulia, ein Skulltula-Token. Haha. Super. Okay. Aber ich bin fein mit. Hier haben wir, glaube ich, 8 Feen. Das wollte ich mal eintragen. Irgendwo kann man das, glaube ich, auch sehen. Warte mal. Kann man das... Hier, guck mal. Genau, da haben wir 8 Feen. Alter, das Schiff gerade richtig draußen. Wahnsinn. So sieht es aktuell aus. Wir haben 59, 21 und 15. Ist doch gar nicht so schlecht, oder? Sieht gut aus. Okay, wir machen uns erwachsen. So. Wir machen uns erwachsen und dann geht's über Soras Domain in die Eishöhle.
Das wird super. Und erstmal in den Untergrund. Und dann können wir da hinten noch die Wand wegsprengen. Wir können der Oma den Pilz geben. Ey, wir können jetzt so viele schöne Sachen machen, ne? Das ist der Wahnsinn. Warte, warte. So, nochmal Kohle holen. Sollte ich öfter mitnehmen. Das Geld. Immer wenn ich hier reinrenne, sollte ich das mitnehmen. Okay. Ah, ich freue mich, Leute. Ich freue mich. Ihr wisst, ich freue mich eigentlich nicht über die Eishöhle, aber ich freue mich, dass es weitergeht. Und dass wir hoffentlich ein cooles Item bekommen in der Eishöhle. Und selbst wenn in der Eishöhle nichts ist, haben wir noch einen ganzen Dungeon vor uns, weil wir können dann in Majora's Mask unseren ersten Dungeon bestreiten. Und der müsste komplett lösbar sein. Ne, ist nicht der erste Dungeon, stimmt, der ist der zweite. Ist der zweite Dungeon. Aber im Dungeon, Big Hibernia Dungeon sind wir ja noch gar nicht fertig. Ist ja auch nochmal so ein Thema. Hey, jetzt habe ich hier auch die Hoverboots. Ich check's nicht. Leute, warum habe ich die Hoverboots auf einmal? Halt unsichtbar. Aber warum? Warum habe ich die? Habe ich die im Menü auch? Hä? Ich bin geistig sehr verwirrt. Habt ihr eine Erklärung dafür? Naja, klar, wir haben die auch eingesammelt. Hä, bin ich doof? Klar, wir haben die eingesammelt. Stimmt. Ich war gerade komplett fertig, ne? Ich dachte mir gerade so, hä, warum haben wir denn die Hoverboots? Wir hätten ja dann gar nicht diesen komischen Bombensprung machen müssen. Wo kommen denn die Hoverboots jetzt auf einmal her? Und ja, wir haben die ja vor zwei Parts eingesammelt. Bin ich doof? Ihr habt es mir bestimmt schon in die Kommentare geschrieben. Im letzten Part habe ich mich ja auch schon gewundert, warum ich als Kind auf einmal die Hoverboots anhab. Ja. Ergibt Sinn, ne? Ups. Naja. Ich habe überlegt, es gibt glaube ich mittlerweile auch in den Randomizer-Einstellungen, ich weiß nicht, ob es in dem Combo-Randomizer das gibt, aber in den normalen Ocarina of Time-Randomizer-Einstellungen, dass glaube ich Skulltulas auch am Tag spawnen können oder beziehungsweise am Tag auch da sind. Und das ist doch eigentlich mega cool, oder? Also ich finde das nice, weil dann musst du halt nicht immer hin und her wechseln. Dein Ernst? Dein Ernst? Ja, da muss man halt nicht mal hin und her wechseln. Also ich finde das... Man sieht die halt überhaupt nicht, die Hoverboots, wegen dem Skin, ne, von Saya wahrscheinlich. Aber als Kind geht's. Als Kind sieht man das. Huh. Merkwürdig. Naja. Okay, Leute, es geht jetzt endlich in Soras Domain rein. Was können wir machen? Wir können den König Sora befreien. Ihr habt euch das jetzt schon drüber lustig gemacht, dass ich gesagt habe, Lord Yabu Yabu. Ja, da war ich leider etwas verwirrt, glaube ich. Er hat nämlich auch eine Tochter, der Lord Yabu Yabu, ja. Ja, König Sora können wir befreien, da kriegen wir ein Item. Dann gibt es noch eine Skulltee zu holen. Es gibt... Wir können den Pilz abgeben. Da kriegen wir ein Item. Wir können auf den Grund des Sees tauchen. Da gibt es ganz viele Items. Ah, Super Smash Bros. Melee All-Stars. Das ist auch so geil, ey. So schöne Musik. Dann können wir da noch eine Skulltee holen. Dann gibt es allgemein in der Eishöhle viele Skullties. Ah, es gibt so viele Sachen jetzt, Leute. Das wird so super. Ba, ba, ba. Das wird so super. Wir können jetzt so viele schöne Sachen machen. Ich freue mich. Oh, ach so. Aber ich glaube, ich habe es eingestellt, dass die Eispfeile das schmelzen können.
Right? Ja, ist das geil. Feuerpfeile hätten irgendwie mehr Sinn ergeben, aber Eispfeile machen das. Ach komm! Da können wir sogar das noch abgeben. Stimmt. Ja, wie ist das geil. Und ich hoffe, ich habe das eingestellt. Hey Kumpel, ich rede erstmal mit dir, ja? Bevor ich Käse mache. Guck mal hier. Ich hoffe, ich habe es eingestellt, dass ich nur einen brauche. Bitte. Ja, geil. Ich habe 1000 Punkte. Juhu. Und ein Herzcontainer. Naja. Gut, dann haben wir das nämlich auch abgeschlossen. Und hier ist auch so ein Farming-Spot, by the way. Weil hier gibt es immer einen Zwacken. Das ist auch sehr, sehr nützlich, by the way. Also, das mache ich immer sehr gerne hier. Ist für mich so ein, ich fahre mal schnell 100 Rubine zusammen. Ne? Als Erwachsener ist das schon eine geile Sache. Aber machen wir jetzt nicht, machen wir jetzt nicht. Das kann ich dann offscreen mal machen. So, dann hätten wir das schon. Sehr, sehr cool. Ich freue mich. Jetzt geht's zu König Zora. Beziehungsweise, ich hole erst die Skulti. Die hier drüben an der Wand hängt. So. Was haben wir denn da? Leider nur ein Rubin. Schade. Du siehst ganz schön gefroren aus, mein Guter. Hi. Gib mir mal was, bitte. Ah, eine Fee. Naja, haben wir wenigstens gleich unsere Flasche wieder aufgefüllt. So geil. Okay. Dann haben wir hier erstmal soweit alles erledigt, glaube ich. Und jetzt, lass mal überlegen. Ich ziehe jetzt erstmal die hier an. Ich habe auch das blaue Huhn. Ah, ich muss noch mal in die verlorenen Wälder, Leute. Ich habe noch das blaue Huhn. Habe ich schon wieder voll vergessen gehabt. So. Stimmt, ich habe ja auch noch das Herzteil auf der Eisscholle. Sind leider jetzt nur 20 Rubine. Schade. Hole ich mir trotzdem. Mir egal. Die will ich trotzdem haben. Sind aber für Majora's Mask. So, der Grund des Sees, Leute. Das ist jetzt auch nochmal ein richtig schönes Fest für mich. Da sind so viele random Items immer. Da sind auf jeden Fall schon mal fett Rubine. Skulltula-Icons en masse. Ein Schlüssel habe ich gesehen. Aber leider nicht so krass viel, wie ich gerne hätte. So. Aha, das ist der zweite vom Snowhead. Ne, der dritte sogar. Hä? Ne, der zweite erst. Zweite. Okay. Ich dachte, ich habe schon mehr gehabt. Die Goron-Tunik? Für Majora's Mask. Ich kann mich jetzt umziehen in Majora's Mask, scheinbar. Auch nicht schlecht. So, Geld. Ja, das wäre das Herzteil gewesen. Das liegt jetzt da. So, das ist noch ein Upgrade? Nee. Was, ein Upgrade? Nee, es gibt, glaube ich, nicht noch ein Upgrade. Da liegt noch ein Rupor. Das war wieder für Majora's Mask, glaube ich. Dann hier gönnen wir uns nochmal ein Herzteil. Dann haben wir da Bohnen. Für Majora's Mask. Aber die haben wir doch auch so schon gekauft. Oder haben wir jetzt dauerhaft Bohnen? I don't know. So, haben wir alles? Hier, da liegt auch noch was. Was ist das? Ah, größere Bombentasche. Für Majora's Mask. So, haben wir alles? Bis auf den Rupor, den sammle ich nicht ein. Okay. Sieht gut aus, ne? Nice.
Ja, und wir können uns Majora's Mask jetzt umziehen. Das ist auch nicht schlecht, glaube ich. Ja, okay, bin zufrieden. Hätten bessere Items sein können, aber hey, ich will mich nicht beschweren. Wir haben auch einen Schlüssel bekommen für einen Snowhead Dungeon. Das heißt, wir können da auch nochmal in einen anderen... Ach stimmt, wir haben mit dem Schlüssel haben wir irgendwo gespart, ne? Irgendwo hat man den Schlüssel gespart. Deswegen konnte man, glaube ich, trotzdem irgendwie gut weitermachen. Ja. Okay, cool. So, wir sind auch schon wieder am Ende des Parts angekommen. Aber ich würde sagen, ich gehe nochmal kurz hier rein. Und überreiche den Pilz. Hallo, Oma. Was geht? Ist auch so cool, ne, mit ihrer Katze. So. Guck mal, hier. Schade. Nur 20 Rubine. Aber wir haben wieder gut Kohle bekommen. Bin begeistert. So, Leute, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken und kommentieren. Wir sehen uns dann in einer neuen Folge zum Ocarina of Time und Majora's Mask Randomizer wieder. Dann hole ich mir hier noch die Skulti. Und wir gehen in die Eishöhle rein. Das klingt nach einem Plan, oder? Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.